Kurze Info zwischendrin, und zwar zum Thema ESP32, ja, der große Bruder des ESP8266. Der war lange Zeit nur relativ schwer bedienbar. Wenn wir hier gucken, das ist die Installationsanleitung, da musste man Git runterladen, Adressen eingeben und dann über irgendwelche speziellen Sachen das in Arduino reinmachen. Das hat sich vor ein paar Tagen geändert. Es gibt jetzt endlich ESP32 direkt für den Arduino über den Boardmanager, sodass da auch Einsteiger relativ schnell reinkommen. Dazu geht ihr auf diese Webseite hier, also github.com/espressive/arduino-esp32. Und wenn wir hier drin runterscrollen, da sehen wir jetzt schon hier die neuen Installation Instructions for Boardmanager. Das ist das, was wir auch schon vom ESP8266 kennen. Und zwar gibt es hier eine wunderbare Adresse, die müssen wir einfach nur kopieren und im Arduino uns einfügen. Machen wir das doch direkt mal. Kopieren. Dann in Arduino auf Datei, Voreinstellungen. Das hier rein kopieren. Ich habe schon eine drin, deswegen machen wir einfach eine neue Zeile dabei. Okay, okay. Und dann Werkzeuge, Board, Boardverwalter. Und theoretisch müssten wir jetzt, nachdem er geladen hat, hier oben einmal nach ESP suchen können, und da ist er doch, ESP32, jetzt dann auch hier drüber installierbar. Einfach einmal klicken, den Rest macht er automatisch, und danach könnt ihr die ESP32 Boards direkt über den Arduino ansteuern. Es ist nicht mehr notwendig, mit irgendwelchen Batch-Dateien und Git-Links rumzuhantieren. Geht jetzt inzwischen genauso einfach wie die 8266er. Wenn sie jetzt vom Preis noch ähnlich werden, dann gibt es keinen Grund mehr, die alten zu verwenden. Der ESP32, für die es nicht wissen, ist eine Multicore-CPU. Ich glaube, ihr habt zwei Kerne zur freien Auswahl. Ein Low-Power-Kern ist noch mit dabei. Und das sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Ganze deutlich stabiler läuft. Beim ESP8266 gab es ja immer Probleme, wenn man komplexe Rechenoperationen gemacht hat, dass die gerne mal abgestürzt sind, weil das interne Timing durcheinander kam. Das ist beim 32er nicht mehr der Fall, weil standardmäßig das interne Timing auf einem Kern läuft und der andere Kern gehört euch. Aber jo, das einfach nur kurz zur Info. Der ESP32 jetzt also wesentlich einfacher ansteuerbar, und ich denke mal, der dürfte dann jetzt definitiv interessanter werden, gerade für Leute wie mich, die doch eher faul sind und keine Lust haben, da auf jedem zweiten PC da 1000 Dateien hin und her zu kopieren. Deswegen jetzt nur noch hier drüber, und dann tut das Ganze auch wesentlich einfacher, was es soll.